Hallihallo, hier ist der Gusur und mit mir dabei ist natürlich auch der Niklas. Moinsen Leute, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und heute haben wir für euch ein paar weitere epische Angriffe. Wir sind jetzt hier im Clan Gusuwar Videos und ich würde sagen, wir können auch sofort in den ersten Fight reinschalten. Go! Er schreibt genau. Ja Fetter Loot in einer Rache, what the fuck. Und das sieht schon mal echt krass aus. Ihr seht's Leute, die Minen und Sander sind komplett voll. Oha. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, eine total easy Nummer, würde ich denken. Mal gucken, was er wirklich zieht, aber ich denke mal, das sieht schon ziemlich nice aus. Ich meine, mit den Kobolden kann er sich halt echt easy jetzt hier die Minen und Sammler holen. Und jetzt ja gesehen, Leute, wie viel da einfach drin sind. Die sind einfach komplett voll. Das habe ich auch lange echt nicht mehr gesehen. So krass, wirklich. Das stimmt. Das hast du auch echt selten eigentlich, dass sie wirklich randvoll sind. Ja, also manchmal hast du ja halb voll und selbst genau, das ist schon richtig krasser Scheiß, aber das hier, und guck das mal, überleg mal, nicht. er hat Vierer Truppen, das heißt, er ist maximal Rathaus 7, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, Rathaus 7. Also kann er mit 300k schon richtig gut was reißen. Ich meine, da kriegst du eine anderthalb 7er Mauern hin, also das ist schon ganz nett, also das passt schon. Das ist stark, Alter, das ist echt ziemlich stark. Ich bin mal gespannt, ob er sich jetzt hier auch noch mal ein bisschen was aus den Lagern holt, weil dann sieht er das. Wird er sich auf jeden Fall noch ziehen? Ja, denke ich auch. Er hat ja auch noch den Barbarenkönig, also dem wird er wahrscheinlich auch gleich noch setzen. Zumal er hat noch 1:10, also von daher denke ich auch, der wird nichts anbrennen lassen, der wird da voll zack, zack, zack reingehen. Ja, genau, 300 Dunkles ist für Radar 7 halt eigentlich auch echt stark. Da kannst du dich eigentlich auch nicht beschweren. Also ich würde jetzt hier noch versuchen, die Goldlager zu zerstören. Das wäre jetzt so mein Ziel. Das stimmt. Okay, jetzt geht er hier so ein bisschen meiner Meinung nach von der falschen Seite rein. Aber clever gemacht, dass er den einen Goblin vorgesetzt hat. Der hat die eine Riesenbombe gekillt. Oh. Ja, aber das Problem ist jetzt halt der Flächenschaden. Die kommen nicht. Ah, jetzt kommen die gerade noch so durch. Ja, doch, eine Goldlager hat er bekommen und das zweite wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen. King ist jetzt auch gleich down, aber das ist echt stark, Leute. Ihr seht ja, 345.000 nice. Gold nice. Nice und 325.000. Und guck mal, jetzt noch die letzten Kobis. Siehst du, das sieht ein bisschen haben die noch gemacht, nett. Ne? Ja. Nett auf jeden Fall. Und jetzt draußen sogar noch schön das Dunkle komplett zugemacht. Richtig geil. Doch. Läuft auf jeden jetzt Fall. Jetzt blitzt er sogar noch. Okay, siehst du, da warst du vor mir noch. Ich habe den Blitz noch nicht gesehen, ja, aber genau. Das war's dazu. Also, geiles Ding. Da kann man auch mal sagen, gut, okay, hat man halt eben nicht das Rathaus gezogen. Egal, habe ich halt verloren. Das ist ja nicht schlimm, aber ich meine, gar nicht wild. Beim Farmen ist das überhaupt gar nicht schlimm, ja. Genau. So, dann machen wir mal weiter mit Schachmatt. Und ich drücke mal auf Wiederholung. Wiederholung. Und das war ungefähr halbwegs gleich sind. Denke ich auch. Okay, das ist natürlich mal was eine ganz andere Ebene. Nee, das können wir weglassen, denke ich mal. Das war was ganz anderes, nicht, Leute, ja. Warte, ich schaue mir das einmal ganz kurz in Mal 4 an. Ich finde das immer lustig, so ein bisschen zu sehen. Na, okay, dann würde ich sagen, schalt mir mal in den nächsten Fight rein. Bist du soweit? Jetzt können wir eigentlich den Fight vom COC zeigen. Genau. Auf die Plätze, fertig, los! Los, go, Leute! Go, 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 wow. Würde Lichtle sagen. Okay, jetzt hat... Was ist denn das? Ja, gucken wir uns mal an. Genau, Go-Wipe-mäßig. Ich denke, das ist gespannt. Sozusagen ein bisschen auch mit Go-Wipe-Farm. Das kann man ja mal machen, so vielleicht morgens oder so. Aber sind wir mal ehrlich. Wir kriegen nur, also COC in dem Fall kriegt nur 2K... Nur, ist ja viel, aber nur 2K Dunkles. So, überlege mal, was er alleine nur für die Golems rausballert. Stimmt, Golems. Dann hat er wiederum 3 Päcker Level 2. Ich meine, klar, die kosten jetzt noch nicht so ganz krass viel, aber ist auch nicht wenig. Und also, jetzt greift er halt auch einen Gegner an, wo er so gut wie nur Elixier und dunkles Elixier bekommt, was er eigentlich schon fast ausgegeben hat. Ich weiß nicht genau, wie viel man ungefähr jetzt abziehen muss. Aber ich denke schon, dass es 150.000 ist. Ja, 150.000 kommt, auf jeden mal ganz Fall, locker. Und zumal, guck mal, du hast die Magier, die ja auch noch was nehmen. Ja. Also, das und ist die schon Zauber, einiges. Die Zauber, Leute, die sind auch mittlerweile, was ist mittlerweile, aber die sind schon eigentlich echt teuer. Und jetzt ist die Frage, ob er sich da alles holen kann. Er ballert jetzt nochmal einen Healspell rauf. Ich denke, dass der ganz wichtig war. Also ganz ehrlich, ich würde eher denken, dass das eine Nullnummer wird hier.
Aber mit dem Guck Heelspiel, mal, er hat, ja, okay, Heal hin und her. Es sind aber Golems und nicht. Ich meine, okay, die Päcker clearen jetzt drinne, aber die Golems selber, die hätten jetzt nicht unbedingt die Lager angegriffen. Da hat Ne. er Glück gehabt, dass die Päckers drinne sind. Also generell war der Fight jetzt meiner Meinung nach nicht perfekt ausgeführt, weil ihr seht ja Leute, die meisten Truppen sind nach außen gelaufen und das ist ja nicht so wirklich der Sinn der Taktik. Jetzt hat er ja nochmal ein bisschen Glück gehabt hier mit den Magiern. Ja. Ihr seht ja Leute, die rennen jetzt, glaube ich, auch zum dunklen Elixier. Ja, wenigstens holt Doch, es jetzt da hat das er hier. schon. Aber wie du sagst, das war einfach. Also ist gut, dass es so geklappt hat. Aber wirklich, wenn ich diese Truppen habe, greife ich den Gegner nicht. Ich meine, muss das. Ne. Ich meine, klar, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, gut, okay, passt auf, Leute, ich wollte Go-Wipe üben, dann ist das vollkommen legitim. Dann ist das Da kann man ja vollkommen auch so einen okay. Gegner angreifen, dann ist es ja sozusagen nochmal besser, Dann ist anstatt es halt voll. einfach einen Gegner anzugreifen, der nur Pokale gibt Genau, oder genau. halt, ja. Aber so jetzt zu sagen, hey, weil ich jetzt hier Loot habe, greife ich mit Go Wipe an und dann klappt das. Dafür hat sich's nicht gelohnt. 230k und 2k Dunkles. Okay, 2k Dunkles ist schon gut, aber wie gesagt, Leute, ihr müsst auf jeden Fall immer die Produktionskosten mitberechnen Genau. und besonders auch bei den Zaubern. Ich weiß es gar nicht, warte, ich schaue einmal ganz kurz nach, das interessiert mich jetzt, weil so ein, doch, hier steht ja Was dabei. der hat denn hier? Waren vier Vierer hier? Zwei Heals und ein Rage, soweit ich weiß. Guck mal, ein Heal kostet 24.000 Elixier, zwar auf Stufe Bei 6, dir wird jetzt nochmal ein auf 6, bisschen bei mir 22, auf 5, dann wären es 20 sein auf 20 bei 4. 4, genau. So, und da hast du, wie viel Heal hat er? 2, also So. 40.000 und dann noch ein Rage, der kostet jetzt bei mir auf Level 5 33.000 und ich glaube, Ja. dass der auf Level 4 27 oder 28.000 oder Also auch so nicht wenig. Also kostet, ist er, ja. was weiß ich, bei irgendwas über 60, knapp 70k. So, alleine für die Spells. Genau, ja. Habe ich richtig gerechnet? Ja, genau. Und ja, ist halt so eine Sache. Genau. Also war in Ordnung, klar. Also vollkommen okay. Aber halt muss man überlegen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will für Go-Wipe üben, vollkommen legitim, dann habe ich nichts gesagt. Aber ansonsten hat sich's in meinen Augen nicht wirklich gelohnt. Oh, ich habe mir gerade mal schöne Gymbox gegönnt. Und ich würde sagen, dann schalten wir auch Beim schon sofort nächsten. in den nächsten Richtig, Fight rein vom genau. Stumble bei Und Fame. los Yo. geht's. Ist natürlich der echte, denke ich mal. Wow, das ist natürlich auch eine nice Sache. Und ihr seht es wieder, Läuft. Leute, die Minen und Sammler sind komplett voll. Wie finden... Ey, Läuft. ich schaue gleich mal nach. Okay, Aber warte, ich ich würde bin jetzt sagen, gespannt. der Sammler ist noch nicht ganz voll. Guck mal, wenn du oben Okay, ja, stimmt, reinguckst. das Nee, stimmt. aber komm, das ist Nörgeln auf höchstem Niveau. Ich meine ganz ehrlich, das ist Da schon kann man mal richtig ein 12 praller Auge Shit, ja. zudrücken. Also Ja, das ist super. schon vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall. Ist ja Also. auch eine, ich würde mal sagen, etwas interessante Armee dabei. Und zwar fast nur Barbaren, aber noch 5 Zauber, noch 5 Magier dabei. Nun gut, bei der Base kann man das mal machen, aber wenn jetzt hier Magiertürme auf Level 3 oder 4 stehen, dann geht das gar nicht klar, weil dann werden einfach die Barbaren sowas von gegrillt. Nun, Ja. ich denke, dass er sich fast den ganzen Loot holen wird. Ich bin mir nicht sicher. Also das Gold, denke ich mal, wird er sich auf jeden Fall holen, aber das Elixier, da muss ich jetzt Aber mal. das ist ärgerlich. Also ich, ganz ehrlich, ich wäre mit den Barbaren, wäre ich einfach draußen oben erstmal schön den Magierturm gekillt. Zack, zack, Ja, weg das Ding. dann wäre das Also. eventuell sogar noch ein Overkill geworden, weil dann wäre halt so gut wie die komplette Death weg. Ich glaube, jetzt Ja. hier in den Mauern, sag ich mal, drin, standen jetzt ja nur die Elixier, also die Ressourcengebäude. Ah, jetzt guck mal hier, er hat als Ablenkung dann gemacht, okay, und dann mit den Magiern. Okay. Aber Oh, trotzdem macht er es noch ist. nicht so gut, wie ich finde. Also Nee, da nein, geht nein, schon auf nein, jeden Fall. da wär noch Platz nach oben auf jeden Fall gewesen, klar. Aber sieht ja dann doch nach einer 100er Runde aus, wa? Ja, ich würde sagen, wir können das einmal ein bisschen vorspulen. Genau, dann spüren wir mal vor. Richtig, schön auf 4. Geben wir uns einfach mal. Ich finde das immer voll lustig, wie schnell dann die Barbaren so Ja, mit dann ihren musst du Schwertern erstmal schlagen. bei Kobolden gucken, Alter, wie Ja, schnell die dann Alter, auf die einmal hauen noch rein. ordentlich in den Breiten. Ah, Ja, nicht ganz. Oh aber nein, fast. ärgerlich. Ja, aber ich meine, immerhin 50k noch. Oh, schade. Aber okay, ey, Schade, ja. vollkommen in Ordnung. Klar, logisch. Das war's dazu. Mal gucken, was noch geht. Nett, schreibt jetzt hier der Dark Master. Sollen wir da, Master, sollen wir da auch mal reinschauen? Ja, dann würde ich Ja, sagen, klar. zack, zwei Und Öhrchen, go. zack. Oh, auch wieder ein Loot-Kampf. Ich glaube, Dann heute bist wird du es vor mir. eher fast nur so eine Ja. Loot-Folge. Na, ist ja, dafür ist es ja da, dafür ist der Clan da. Genau, aber Es ist ihr nur. seht's wieder, Leute, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Die Minen und Sammler sind komplett voll. Also, okay, Die jetzt oberen da, ja, die nicht fast oberen, alle ha? oder alle.
Nee, nicht alle, Nee, aber nee, hier nicht die alle, oberen, aber ja, das ist schon bei den ziemlich nice. Goldminen sieht das auch ziemlich Aber positiv aus. ich höre an deiner Begeisterung. Hast du sowas nicht am Start? Nee, Also, ich kenne es klar, halt nee, auch jetzt gar nicht mehr, weil ich ich mache jetzt meine ja auch also, schon. dass ich, also ich habe das halt einfach irgendwann mal eingeführt und habe gesagt, ey, passt auf, ein Clan direkt für eure fetten Raids und wo ihr einfach schön mit Loot übergossen wurdet. Und dafür ist das da. Das heißt also, im Normalfall siehst du hier jetzt nur richtig geile Dinger, die man einfach mal zeigen darf. Ja, nee, ich meine jetzt eher das so, dass ich das selber nicht so oft habe oder in letzter Zeit auch nicht oft hatte, da ich ja auch momentan noch am Jagen bin, beziehungsweise jetzt aufgehört habe so ein bisschen. Ich denke, dass Sag's das doch Video. einfach, du bist ein kleiner, der es nicht kann. Gib's Ja, zu. ich Oh, hier, weiß. ich wollte schon gerade sagen, hier unten hätte er jetzt noch clearen können, aber da kümmert Ach, er hier sich ist auch jetzt noch gerade drum. eine Ja, Mine. und da ist noch Ah. der Sammler und links unten ist noch die Mine, die wird er sich jetzt nicht mehr. Obwohl, er hat noch die Helden. Queen. Doch. Queen wird das noch regeln, denke ich mal. Also Na, den wenn er King die gut. vorschicken zum Ja. Deffen und dann die Queen Weil die hinterher Queen und hat dann dann ist leider alles nicht die gechillt. Fähigkeit, das ist das Nee, das Problem. braucht er aber noch nicht. Guck mal, ganz ehrlich, bei der Def, die hier geboten wird, das ist doch Pillepalle. Oh, Ah, er hat die falsch gesetzt. Warum denn bitte da? Er hat doch gesehen, dass null im Lager ist. Ach so, okay, er wollte den Nee, nee, Sammler er noch killen. wollte beides, ne? Aber ich Ja. denke nicht, dass er es das schafft, weil die Queen hat jetzt halt. Oh, doch, die geht Er noch hat den unter. Sp er hat aber den Heal ganz bisschen zu spät gesetzt, sonst wäre nämlich der King noch geheilt worden. Ah, schade. Aber Ja, aber die okay, Queen hat also das war aber geregelt. Ich weiß durch. nicht, ob du es gesehen hast. Oh, jetzt Ja, geht er auch klar, noch die hat den ungünstigerweise. Sammler. Oh, er ballert noch einen Heal drauf. Was Ja, ist denn das? habe ich ja auch gesehen. Ja, da war ich ein bisschen vor dir. Ja. Aber er hat. Was? Er ballert noch einen Heal drauf? Ja, läuft bei ihm, Hä? Mann. Ich meine, das sind 17k oder wie viel, oder 20 war das jetzt vielleicht. Ja. Da müssen wir auch nochmal auf die Kosten der Heal-Spells zurückkommen. Okay, ist jetzt zwar was, also Gold und Elixier ist jetzt zwar was anderes, aber ich denke trotzdem, dass du auch gut Elixier brauchen kannst und brauchst Klar, und das jetzt logisch, nicht so logisch. mega verbraten solltest halt jetzt, ne? Gucken wir mal in den nächsten Angriff von ihm rein. Ah, jetzt, Auf die okay. Plätze, fertig, Oh, jetzt bin ich schon los. rein. Oh. Oh, Ich, 400. ich, Ey, ich gehe mich vergraben. Ich will auch wieder looten. Ja, klar, logisch. Zumal unten läuft's halt einfach so Ich momentan. gehe, ja. Das, ja, ich sag mir, warum soll ich oben rumrennen? Weil selbst früher sagte man, oh, Dunkles hast du Beutebonus. nicht bekommen. So, ja, Beutebonus hin und her. Die Sache ist die, sind wir mal ehrlich, ich meine, du wirst ja oben auch ein bisschen gebumst von den Gegnern und das passiert hier unten halt nicht. Was So. mit gerade sehen, das ist ja den Vorteil, ne? Da bist du halt jetzt nicht so mega oft gebumst, aber trotzdem kommt halt auch einfach mal irgendein random Sohn mit Go-Vibe oder so rein und Ja. da hast du halt auch keine Chance. Der wird sich dann mindestens zwei Lager holen sollen. Wer wird sich ja mindestens zwei Lager holen und ja, wenn die gerade voll sind, ist es halt auch 100k von Elixier und von Gold und das ist natürlich auch manchmal ziemlich ärgerlich. Oh Gott, dieser Loot, Mann, Leute. Nur von den Minen und Sammlern. Ich denke, Ja, dass so wird's er wird gemacht. ein Rados Achter sein. Deswegen hat er auch noch hier so viel, Er oder kann konnte kein er so viel Rathaus klauen. Achter sein, weil er eine Queen hatte. Ach so, oh, Bitches! ja, Ja, der sorry. Guso hat aufgepasst. Ja, nee, weil Ja. ich wundere mich, weil das echt ziemlich viel ist, War Leute. viel Loot. Ja, das 400k stimmt. Aber nur die durch die Sache ist die, Minen und was war Sammler der oder halt Gegner? nur durch die Sammler. Town Hall 8? Da ist ja der Unterschied zwischen einem Town Hall ist ja ganz, ganz wenig, nur irgendwie 5% weniger Loot. Ja, Und dann ist es aber krasser. Jetzt gucken wir mal beim COC-Zocker rein. Jo, 3, 2, Zack. 1, go. Und ich schnaube mir kurz die Nase. Was? Only Buffen? Das ist interessant. Was i? So, okay, das ist mal interessant, Leute. Neue Angriffsstrategie, only Ballons, Leute. Aber ey, die Sache ist die, bei den unteren kannst du das bringen. Jetzt kommt aber der Knaller. Ich habe einfach mal die Ressourcen im Hinterkopf. Wenn du überlegst, was du für die Ballons auf Level 3 rausballerst Die und sind was auch er schon jetzt teuer. gerade, was, ja klar, logisch. Was Ja, er okay, jetzt aber vielleicht ging es gerade, jetzt auch nur um die Pokale, aber auf der Höhe. Ja, auf der auf Höhe, das. Silber Nee, 1 okay, geht es nee, dir nee, okay. garantiert nicht um den Pokal, Ja, glaub mir. das wird halt ein lockerer Overkill, aber ich meine, ich denke nicht, dass das jetzt so unbedingt eine Angriffsstrategie ist. Das kann man mal ausprobieren. Ist natürlich halt auch
So Ja, just for fun halt, klar. gewissermaßen recht witzig, aber okay, jetzt hat er auch noch einen Drachen gesetzt, der, denke ich mal, gar nicht so nötig war. Und jetzt ist halt das Problem ein bisschen mit der Zeit, weil die Ballons, seht ihr, Ja, genau, wir la lass sind uns mal echt auf 4 langsam. gehen, genau. Jo, gönnen wir uns Yeah, mal jetzt gehen sie so. schön schnell. Sie sind im Rage. Der Drache ist halt auch langsam, das ist halt auch das Problem. Also Minions werden halt noch, da würde ich lieber auf Balunion zugreifen. Herr lieber Wobei, du hast COC-Zocker. gar nicht so unrecht mit dem Thema Minions. Du hättest den Gegner auch ohne Probleme mit Minions platt machen können. Auch only Minions, aber Ja. ich würde trotzdem halt noch ein paar Ballons dazu nehmen. Halt, Balloon ist halt schon eine gute Ja, Angriffsstrategie, würde ich sagen. klar. Und ja, das war der letzte Angriff, oder? Oder es gibt halt noch Ja, ein würde ich. paar. Wir sind jetzt schon bei 17 Nee, Minuten, deswegen würde genau. ich Wir wollen es ja sagen, nicht übertreiben. Wir wollen euch ja genau. nicht zu krass einspannen, nicht, dass es heißt, ihr habt keine Zeit mehr für andere Sachen. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr beim Niklas vorbeischauen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Link ist in der Beschreibung. Und ja, ich bin der Gusor. Ich bin der Motor. Reingehauen. Ciao, Haut ciao. rein, Leute, macht's gut und habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.